Im Steuerrecht sind Verluste in der Regel nicht steuerlich abzugsfähig und auch nicht mit anderen Einkünften verrechenbar. Ich denke da vor allem an Aktienverluste, ich denke aber auch an private Veräußerungsgeschäfte von Grundstücken, ich denke aber auch an GmbH-Anteile, deren Wert sich reduziert hat, die ich leider nicht steuerlich abschreiben kann. Ich denke aber auch an andere Arten von Wirtschaftsgütern, zum Beispiel ein Privatjet, der von 100 Millionen auf 30 Millionen im Wert gesunken ist. Die 70 Millionen kann ich auch nicht abziehen. Zum Glück hat das Steuergesetz zwei Gesetzeslücken. Und wenn man diese Gesetzeslücken geschickt miteinander kombiniert, können Sie trotzdem alle Verluste steuerlich abziehen. Das erkläre ich jetzt in diesem Video. Herzlich willkommen. Mein Name ist Christoph Huhn und unsere Kanzlei berät Sie im nationalen und internationalen Unternehmenssteuerrecht. Naja, und wir haben uns auf Themen wie die Gestaltungsberatung spezialisiert und deswegen besprechen wir heute mal eine Gestaltung, wie Sie Verluste im Privatvermögen steuerlich abziehen können, obwohl das laut Gesetzeswortlaut eigentlich gar nicht geht. Stellen Sie sich einmal vor, Sie kaufen Aktien, dann können Sie die Aktien mit Gewinn verkaufen, zahlen Sie 25%, wenn Sie Gewinn machen. Wenn Sie Verluste machen, können Sie Aktienverluste aber allerdings nicht steuerlich mit anderen Einkünften, zum Beispiel aus Angestellten-Tätigkeiten, verrechnen, sondern Sie können dann die Aktienverluste nur mit späteren Aktiengewinnen verrechnen, also ein erheblicher Nachteil. Stellen Sie sich einmal vor, Sie kaufen Immobilien, sei es ein Grundstück, was leer ist oder mit einer Immobilie obendrauf, und kaufen die Immobilie für 1 Million Euro und die reduziert sich jetzt im Wert auf 80 Millionen Euro. Können Sie dann die 20 Millionen Euro steuerlich abziehen? Nein, erstmal nicht. Die vorübergehende Wertminderung bringt Ihnen gar nichts. Wenn Sie die Immobilie jetzt verkaufen, nach 10 Jahren könnten Sie mit Gewinn steuerfrei verkaufen. Das heißt umgekehrt aber auch, wenn Sie die mit Verlust verkaufen, können Sie Verlust gar nicht abziehen. Würden Sie die innerhalb der ersten 10 Jahre verkaufen, wäre ein Gewinn steuerpflichtig. Was im Umkehrschluss heißt, den Verlust können Sie auch abziehen. Aber jetzt kommt vom Gesetzgeber eine gemeine Paragraphennorm, die sagt, naja, den Verlust kannst du abziehen, aber nicht mit anderen Einkünften verrechnen, sondern nur mit späteren Gewinnen aus diesen Immobilienverkäufen von anderen Immobilien zum Beispiel. Da kannst du es wieder verrechnen. Also sie sind da sehr, sehr eingeschränkt. Okay, gucken wir uns mal die dritte Art von Wirtschaftsgut ein. Die habe ich schon eingezeichnet. Das soll jetzt unsere Beteiligung hier an der GmbH sein. Und da sagt der Gesetzgeber, schön, dass du eine GmbH für 100.000 Euro gekauft oder gegründet hast. Wenn die Vorübergehenden sich im Wert reduziert, kannst du diesen Wert nicht abziehen. Erst wenn du die GmbH später verkaufst, irgendwann mal, können wir den Verlust irgendwie mit anderen Einkünften verrechnen. Auch blöd. Und die nächste Art von Wirtschaftsgut, das soll zum Beispiel hier sowas wie ein Privatjet sein. Ja. Und Sie kaufen den für 100 Millionen und der reduziert sich jetzt auf 20 oder 40 Millionen im Wert. Den Verlust können Sie in der Regel nicht abziehen. Ist ja Ihr privates Wirtschaftsgut, was Sie privat nutzen. Und nun gehen wir hin. Das ist Aussage 1. In Aussage 2 gehen wir hin und übertragen genau diese Wirtschaftsgüter, Aktien, Grundstücke, eventuell mit Immobilien bebaut oder Flugzeuge, auf eine GmbH. Was passiert? Wenn Sie nun Gewinne machen, werden die Gewinne bei der GmbH, bei der Aktiengesellschaft, mit 1,5% versteuert. Das heißt im Umkehrschluss aber auch nahezu steuerfrei. Verluste können Sie hier nicht abziehen. Ich erkläre gleich, wie es trotzdem funktioniert. Immobilien können Sie verkaufen, zahlen zwischen 30 und in manchen Fällen, wenn es eine reine Immobilien GmbH ist, nur 15% Steuern. Hier der Vorteil, wenn sich der Wert vorübergehend mindert oder dauerhaft mindert oder auch mit Verlust verkauft wird, können Sie auch den Steuervorteil nutzen in der GmbH und es abziehen. Bei Flugzeugen verkaufen Sie mit Gewinn 30% und wenn Sie Verluste machen, können Sie auch 30% steuerlich abziehen, aber nur auf Ebene der GmbH. Sie bekommen diese drei Arten von Verlusten eben nicht hoch auf Ihre private Ebene. Haben Sie sich zu solchen steuerlichen Gestaltungsmodellen bereits umfassend informiert? Wenn nicht, dann rufen Sie gerne bei uns an und vereinbaren Sie einen Beratungstermin bei uns in der Kanzlei. Denn wir haben uns professionell genau auf solche Themen spezialisiert und beraten Sie deutschlandweit. Natürlich können Sie einen persönlichen Beratungstermin bei uns in der Kanzlei wahrnehmen. Wir beraten Sie aber auch komplett digital, meistens über Videokonferenzen per Zoom und das deutschlandweit. Gerne einmal anrufen, wir freuen uns auf Ihren Anruf. Das war Aussage 2. Und jetzt Gestaltung oder Variante Nummer 3. Wir gehen hin und gründen, genau wie hier eingezeichnet, eine GmbH. Der Ehemann legt hierfür 100.000 Geldeinheiten ein, hat dann auch Anschaffungskosten für 100.000 Euro. Die Ehefrau hat zum Beispiel die anderen 50% und zahlt auch 100.000 Euro ein. Für 200.000 Euro werden nun diese Wirtschaftsgüter, Aktien, Immobilien, Flugzeuge, gekauft. Jetzt sinken die im Wert oder werden mit Verlust verkauft, dann kann ich auf Ebene der GmbH die Verluste über eine Teilwertabschreibung oder Veräußerungsverluste abziehen, aber eben nicht auf privater Ebene. Ich kann auf privater Ebene keine Teilwertabschreibung auf diese privaten GmbH-Anteile machen. Aber jetzt kommt Gesetzeslücke Nummer 1, ganz einfach. Wir gehen hin wie folgt. Wir sagen,
Ich habe gerade 100.000 Euro eingelegt. Der Verkehrswert ist aber gesunken auf runter nur noch 40.000 Euro. Das heißt, ich habe eigentlich einen Verlust von 60.000 Euro. Ich weiß, das Gesetz sagt, du kannst hier keine Teilwertabschreibung machen, du kannst das privat nicht abschreiben. Aber meine Frau hat ja genau die gleiche Situation. Verkehrswert nur noch 40, weil diese Wirtschaftsgüter im Wert gesunken sind. Und auch sie würde gern einen Verlust von 60 in der privaten Steuererklärung geltend machen. Wir gehen nun hin, ganz einfach. Der Ehemann verkauft seine 50% an die Frau. Und die Frau, die geht hin, verkauft ihre 50% an den Mann. Das heißt, ich verkaufe 50% für einen Kaufpreis von 40, gebe in meiner Steuererklärung einen Verlust von 60 an. Meine Frau macht genau das Gleiche. Und danach sind wir bei jeder wieder mit 50% an der GmbH beteiligt. Funktioniert das? In der Praxis würde man dann hingehen, im Gesetz steht, 60% des Verlustes kannst du abziehen, das wären 36.000 Euro und beim Mann wären es ebenso 36.000 Euro. In der Summe könnten also beide jetzt in der privaten Steuererklärung 72.000 Euro Verlust geltend machen und das mit allen anderen Einkünften verrechnen. Ja, funktioniert das wirklich? Ja, das funktioniert und das ist anerkannt und Sie können diesen Verlust tatsächlich mit allen anderen Einkünften, Angestellteneinkünften, Mieteinkünften und so weiter und so fort verrechnen, was vorher auf privater Ebene eben nicht funktioniert hat und auf GmbH-Ebene erstmal nicht auf Ihre private Ebene durchgedrungen ist. Gesetzeslücke Nummer 1, das funktioniert über diesen genannten Umweg. Gesetzeslücke Nummer 2 ist das denn jetzt ein Gestaltungsmissbrauch? Sie müssen sich ja mal den Mann angucken, der verkauft 50% und im gleichen Akt kauft er 50% von der Frau. Und bei der Frau ist es genau spiegelverkehrt. Ja? Das riecht nach § 42 der Abgabenordnung. Da steht nämlich drin, durch missbräuchliche Gestaltung kann ich keinen Steuervorteil generieren, der mir nicht zusteht. 36.000 Euro pro Person. Das war beim BFH und zwar am 7. Dezember 2010, schon einige Jahre her. Ich habe es nochmal aus der Schublade gekramt, weil wir das in der Gestaltungspraxis jeden Tag anwenden. Und da hat der BFH entschieden, ja, die ringweise Anteilsveräußerung und der Anteilserwerb zur Verlustnutzung im Gesellschafterkreis ist grundsätzlich keine rechtmissbräuchliche Gestaltung. Auf gut Deutsch, das funktioniert. Und der Hammer, das ist sogar im Bundessteuerblatt veröffentlicht. Und das bedeutet, dass die Finanzverwaltung dieses Urteil anerkennt. Das heißt, immer dann, wenn Sie 100.000 Euro in eine GmbH investiert haben, deren Wert aus welchen Gründen auch immer, weil die Aktien gesunken sind, Immobilien gesunken sind, Flugzeuge gesunken sind oder das operative Business der GmbH sich im Wert reduziert hat auf zum Beispiel 40 Euro, ja, dann machen Sie doch den Verlust von 60.000 Euro geltend, indem Sie einmal der erste Gesellschafter verkauft einen zweiten Gesellschafter, der zweite einen dritten und so weiter. Und vom letzten Gesellschafter kaufen Sie die Anteile wieder zurück und schon hat jeder 60.000 Euro Verlust. Ja, auch wenn das eine Gestaltung ist, die man nun wirklich nicht jeden Tag nutzen wird, ich wollte mit diesem Video einmal zeigen, dass es zwar Steuergesetze gibt, die Ihnen irgendetwas verbieten, zum Beispiel Verlustnutzung, man aber trotzdem eine Gestaltung aus der Schublade rausziehen kann, die genau diesen Paragraphen dann doch wieder kaputt macht und Sie Ihren Steuervorteil dann dadurch doch letztendlich nutzen können. Wenn Sie Fragen haben zu diesem Modell oder zu anderen Gestaltungsmöglichkeiten, rufen Sie sehr gerne bei uns in der Kanzlei an. Wir beraten Sie dann deutschlandweit bei Ihren steuerlichen Gestaltungsmöglichkeiten.